Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Speedbuild. Ich freue mich drauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir nun zusammen ein weiteres Apartment einrichten werden. Wir sind aus der Vorstadt raus, aus Newcrest rein in die Großstadt, das komplette Gegenteil davon. Wir sind hier in San Myshuno und dort entsteht am Gewürzmarkt der Stadtnachbarschaft von San Myshuno sozusagen, ein neues kleines Apartment. Wir sind hier im Culpeper House 19 und dort ist auch mein Lieblingsapartment hier aus der Welt und das richten wir heute ein. Genau. Ich habe mir überlegt, was könnte ich jetzt sonst noch weiter bauen? Baue ich ein weiteres Haus in Newcrest oder mache ich was ganz anderes? Und ich stand heute Morgen unter der Dusche und habe mir gedacht, was machst du jetzt? Was baust du als nächstes? Was willst du machen? Tiny House, ein Vorstadthaus, Apartment oder was auch immer. Und ja, letztendlich habe ich mich dann dafür entschlossen, dass ich mir ein neues Apartment einrichten werde. Und hier sind wir auch schon. Ja, das ganze Apartment hier hat auch so eine kleine gedankliche Reise hinter sich, mehr oder weniger, wenn man das so sagen kann. Ich wollte eigentlich erst was bauen in Richtung, herbstlich. Ne, wir sind im Herbst, es wird alles jetzt ein bisschen wieder gemütlicher, ne, mit den Farben, mit den Formen, mit den Materialien. Wir haben wieder Tannenzapfen, bunte Blätter etc. Und ich wollte eigentlich auch erst hier so ein Apartment einrichten, was eben sehr herbstlich aussieht. Wollte es dann auch tatsächlich Chestnut Apartment nennen, also Chestnut, Kastanie im Englischen, genau. Wollte eben von der Wandfarbe her so ein bisschen wärmere Farbtöne nehmen, so ein Braun, Rot etc. Das war tatsächlich der Plan für dieses Apartment und ich habe auch angefangen, es leicht umzusetzen. Also die Farben hier im Apartment sind teilweise dann doch eher etwas natürlicher. Wir haben keine übermäßig schrillen Farben. Ich habe hier überall Kleinigkeiten verbaut, jetzt beispielsweise eben auch aus Jahreszeiten mit den Kürbissen, mit den bunten Blättern etc. Aber im Laufe des Bauens ist es dann tatsächlich so geworden, dass ich gar nicht mal übermäßig herbstlich finde. Wir haben natürlich auch nur sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, das Ganze entsprechend herbstlich zu gestalten, denn wir haben nur eine Handvoll Objekte, die tatsächlich irgendwie mit dem Herbst zu tun haben. Ne? Wir haben, ihr seht hier, wir haben die Blätter, wir haben diesen Kürbiskorb dort, was das ist. Wir haben diese kleinen Kärtchen aus Jahreszeiten, wo eben entsprechend die Herbstprints drauf sind. Wir haben die Kürbisse, ne? Aber irgendwo hört es dann auch langsam auf und deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig, saisonal ein Haus einzurichten. So. Und deswegen hat es sich im Laufe des Bauens mehr oder weniger so ein bisschen gewandelt und ist dann mehr oder weniger zu einem Influencer-Apartment geworden, wo so ein paar Kleinigkeiten verbaut sind, die eben so ein bisschen auf den Herbst hindeuten. Das ist so ein bisschen diese Reise, die das Apartment vollzogen hat. Ich habe also das Ganze so ein bisschen darauf ausgelegt, dass hier irgendwann mal ein Sim einzieht, der so ein bisschen die Influencer-Karriere starten möchte, der ja selbst Videos aufnimmt, Podcasts und was man nicht alles machen kann mit den Objekten aus diesem Sphere, werde berühmt. Und das ist soweit dann das, der Nutzen dieses Apartments. Wir haben hier einen großen Raum, das ist den ich jetzt gerade einrichte. Da haben wir eben entsprechend den Eingangsbereich, wir haben die Küche, wir haben das Esszimmer, wir haben das Wohnzimmer und wir haben das Büro da drin. Also 5 verschiedene Räume in einem sozusagen. Es gibt dann noch ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das sind die übrigen Räume, die wir noch haben. Genau. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet zu dem Haus, zu dem Apartment. Ich habe so ein bisschen was versucht, Neues mit reinzubringen, mal ein bisschen was anderes, so ein bisschen aufzulockern, mehr oder weniger. Also zum Beispiel diese riesengroße Lampe fand ich ganz cool über dem Esstisch. Die ist aus diesem Sphere
Star Wars, also eigentlich etwas, was man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, aber ich fand es ja als Kontrast sehr, sehr cool hier drin. Da wir natürlich auch in einer Großstadt sind, kann wir hier auch so ein paar kleine edgy Sachen verwenden, die so ein bisschen, ja, ein bisschen aus der Reihe tanzen, würde ich jetzt mal sagen. Und da passten eben so eine Lampe sehr gut dazu. So eine ähnliche Lampe werde ich auch schon ins Wohnzimmer reinpacken. Also da hat man so ein bisschen diese Wiedererkennung davon. Ich habe jetzt auch mal die andere Küche genommen. Aus coole Küchen ist diese Küche. Doppelt gemoppelt, aber ja, so ist es nun mal. War meine Lieblingsküche, bis die Sims 4 Elternfreuden rausgekommen ist. Genau, aber ich wollte hier nicht schon wieder die Elternfreudenküche verwenden und in meinem letzten Apartment habe ich die Basegame-Küche verwendet. Da dachte ich mal, es muss mal was anderes her und deswegen habe ich eben entsprechend die aus coole Küchen verwendet. Genau. Und jo, soweit dazu. Genau. Hier sind wir jetzt auch schon wieder, wie gesagt, im Wohnzimmer angekommen. Es ist gar nicht mal so lange, dass Speedbuild hier. Ich habe gedacht, ich hätte länger gebaut, aber so lange habe ich tatsächlich gar nicht für das Haus hier gebraucht. Zumal ich muss auch gestehen, das ist so ein kleines, so eine kleine Sache, die ich jetzt ja, mir erleichter gemacht habe. Ich habe das Apartment, was ich davor gebaut habe, was also hier noch drin war, davon habe ich einiges übernommen. Also entsprechend das Badezimmer ist komplett aus dem vorherigen Apartment übernommen worden. Ich habe lediglich die Farben so ein bisschen geändert. Und die Dusche. Die Dusche habe ich ausgetauscht. Genau, aber das habe ich halt übernommen. Deswegen konnte ich mir da ein bisschen Zeit sparen. Aber es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man mal so ein bisschen am Cheaten ist. Ne? Man verzeihe es mir bitte, aber ich meine, so ein Badezimmer ist jetzt nicht das spannendste Zimmer. Deswegen lasse ich das auch immer weg. Und dann blieb eben nicht mehr ganz so viel übrig. Also, ne, das ging eigentlich relativ schnell, hier das Apartment einzurichten. Ich habe es versucht, trotzdem sehr wohnlich einzurichten, auch wenn wir jetzt hier in der Großstadt sind und das Ganze vielleicht so ein bisschen moderner sein könnte, etc. Wollte ich dann doch ganz gerne, dass das Apartment relativ gemütlich ist. Auch wenn wir hier ein paar moderne Aspekte mit drin haben oder die eben so ein bisschen aus der Reihe tanzen, wie zum Beispiel die Lampen, ne, oder wie zum Beispiel der Esstisch mit den Stühlen, wollte ich es trotzdem sehr gemütlich haben. Was auch zum Beispiel ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist natürlich das Bild, was jetzt hier an die Wand hinkommt. Ich war so ein bisschen am Experimentieren, was ich dort hinsetzen könnte. Am Ende ist es dann doch dieses sehr traditionelle, altbackene Bild geworden, aber ich fand das relativ cool. Also diesen Kontrast dazu, wir haben ja, das dunkle Holz, wir haben die warmen Farbakzente mit da drin, wir haben die coolen, modernen, abgeranzten Lampen dazu und dann dieses wirklich altbackene Bild dazu. Es ist ein bisschen was, was man vielleicht mögen muss, so diesen Stil davon, aber ich fand es dann doch relativ cool. Und das war eben auch so ein bisschen mein Ziel von dem allgemein von dem Apartment, dass es halt trotzdem relativ gemütlich ist. Also ich mag es eben sehr, wenn es gemütlich ist. Deswegen ist ein modernes Bauen für mich jetzt nicht immer so das Tollste, weil häufig moderne Sachen nicht ganz so gemütlich sind. Ne? Es sind halt relativ klare Strukturen, klare Linien, etwas kältere Farben, Metall, Glas etc. Das ist nicht ganz so das, was ich mag. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ob ihr lieber derjenige seid, der sagt, oh, ich möchte was Modernes haben oder doch eher so ein bisschen traditioneller, gemütlicher seid. Das ist ja so ein bisschen eine Geschmackssache. Ich finde es halt dann doch gemütlicher, ein bisschen besser. Und genau, das habe ich so ein bisschen versucht, hier auch in diesem Haus umzusetzen. Nein, in diesem Apartment. Ich bin immer noch bei Häusern. Also ich meine, ich habe die letzten Videos, die ich gemacht habe, das waren alles Häuser, alles Vorstadthäuser. Deswegen bin ich da irgendwie noch ein bisschen in diesem Modus mit drin. Aber nein, wir sind natürlich hier in einem Haus, aber ich richte ein Apartment ein. So, hier kommen wir dann eben entsprechend noch zu der Arbeitsecke des angehenden Superstars, wenn ihr so wollt. Wir haben hier entsprechend diese Videostation, womit ihr die Videos aufnehmen könnt für eure Podcasts, für eure, was weiß ich, was ihr da alles dran drehen könnt. Natürlich haben wir einen kleinen PC, der darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich habe dort einen Fernseher hingepackt. Ich weiß nicht, ob eure Sims den benutzen können. Das muss ich nochmal ausprobieren. Ich muss es vorher noch testen, bevor ich das Ganze hochlade. Aber eigentlich müsste es funktionieren, dass eure Sims sich gegenüber auf das Sofa setzen und dann dort Fernseh schauen.
sollte eigentlich funktionieren. Ich hatte jetzt hier irgendwie keinen Platz mehr so wirklich für einen Fernseher oder für eine große Fernsehwand oder sowas. Das hat jetzt alles hier beim offenen Raumkonzept tatsächlich gar nicht so gut reingepasst. Ich hätte natürlich ein TV ins Schlafzimmer reinpacken können. Habe mich aber doch dafür entschlossen, letztendlich dort einfach einen Fernseher hinzupacken. Und genau. Ich meine, letztendlich ändern könnt ihr immer noch alles. Wenn ihr was sagt, nee, das passt nicht, dann ändert das ganz gerne. Das ist ja euch überlassen. Das könnt ihr sehr gerne machen. So, nun kommen wir noch zum letzten Zimmer hier und das ist das Schlafzimmer. Wie immer, Schlafzimmer sind nicht das Spannendste. Ich glaube, nach dem Flur und Badezimmer mit das langweiligste Zimmer, was man einrichten kann, weil es tatsächlich irgendwie nicht so wirklich viele Möglichkeiten gibt. Das sage ich aber, glaube ich, jedes Mal. Ihr wisst das schon von mir. Ja, ich habe mich jetzt hier dafür entschlossen, das Bett aus Großstadtleben zu benutzen und so ein bisschen zu, ja, bisschen was anderes zu machen mit den Nachttischen, dass wir hier so ein bisschen Variation haben, dass wir ein bisschen was anderes haben, also ein bisschen was Ausgefalleneres, mehr oder weniger. Wir sind hier auch in der Großstadt entsprechend. Wir haben große Schränke auf der gegenüberliegenden Seite, die jetzt kommen. Auch da muss ich noch testen, ob das funktioniert, dass man diese Schränke so zusammenschieben kann. Aber ich glaube, bei Schränken sind die Sims doch sehr gnädig, dass sie sie benutzen können, auch wenn da irgendwie so ein bisschen was mal im Weg ist oder so. Ich glaube, das sollte funktionieren. Ich werde es noch mal ausprobieren. Es kann vielleicht sein, dass deswegen das Ganze vielleicht ja anders aussehen wird, wenn ich es hochlade, weil ich eben nicht weiß, ob es tatsächlich funktioniert oder nicht. Aber das sollte ja auch nicht so das Problem sein. Ja, ansonsten ist in dem Wohnzimmer tatsächlich, ach Quatsch, Wohnzimmer, mein Gott, in dem Schlafzimmer gar nicht so viel passiert, weil es, wie gesagt, ein relativ langweiliges Zimmer ist zum Einrichten. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass es euch gefällt. Auch wenn jetzt hier das Schlafzimmer, wie gesagt, nicht übermäßig spektakulär ist. Das ganze Apartment gibt es natürlich auch zum Herunterladen. Ich wollte gerade schon wieder aussagen. Das ganze Apartment gibt es zum Herunterladen in der Galerie. Meine EAID ist Eisterritter. Dort findet ihr alle Kreationen von mir. Schaut wie immer natürlich auch sehr, sehr gerne in die Infobeschreibung rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mir bei meinen anderen Social Media Kanälen folgen würdet und dort mal vorbeischauen würdet. Und nichtsdestotrotz, oder zuletzt, nicht zuletzt, natürlich auch noch. Schreibt mir gerne Kommentare in die Videobeschreibung rein. Wie euch das Haus gefällt, nein, wie euch das Apartment gefällt. Ich krieg's nicht mehr auf die Kette hier. Wie euch das Apartment gefällt und ja, was ihr sonst noch gerne sehen möchtet von mir und was ich euch bauen kann. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch soweit. Es ist ein kleines Apartment für zwei Sims, für angehende Superstars, angehende Influencer. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet und ich verabschiede mich jetzt, bevor ich noch weiter über Häuser rede. Wir hören und sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann erstmal. Tschüss.